an die Zuchtgemeinschaft Rüberschmidt. Ja, eben habe ich noch von Erdmann gesprochen und seinen gekürten Söhnen. Hier haben wir schon die Edda und die stammt von Edward und der war Reservesieger im Pumpke, dieser Erdmann-Sohn aus der Natalie bei glaube Fritz Templin war da noch Züchter. Einer unserer großen Kaltblut-Senioren, Bernd Templin, da führt die Zucht ja weiter. Edward ja inzwischen ist ja ein Landbeschäler in Fruschendorf, in Silstedt im Harz, bei Wernigerode stationiert und angepaart hier an die Belvedere von Berdi II und Eldur von Heinz-Georg Kosinski aus Alsdorf. Also, Edward das erste Mal hier mit einem Kohl dabei. Na junge Dame, nochmal, komm, ein bisschen mehr derzeit. Ja, ja. Da hast du noch du gerüchst dir, ne? Chiri. Ja, wenn wir hier mal sehen, die Mutter ja eine Fuchsstute, voll ist braun, hat der Vater seine Jacke mitgegeben. Und ich denke, wenn wir hier schauen, hatte, ist die Tochter vielleicht auch ein klein wenig freundlicher noch im Gesicht, als die Mutter hier sich darstellt. Aber das haben die Rechte ja nicht zu bewerten, sondern der Eindruck des Fohlens am heutigen Tage.